Marc, dauerhafte Meldung. Ich habe noch nicht mal da irgendwas angeschlossen vorne. Batterieladung unmöglich. Ich glaube, das hat's. Die Zoe hat's nicht überlebt. Hallo Freunde des Inselversuchs. Ja, heute ein bisschen windig, aber auch recht sonnig. Meine Insel ist auf 28,8 Volt, das bei 2 25 Volt 100 Amperestunden sind also rund 5 Kilowattstunden, sage ich jetzt einfach mal pauschal. Die möchte ich gerne ins Auto packen und bisher hat das ja nicht funktioniert an der Insel, aber durch diesen magischen Stecker, wo N und PE gebrückt sind, L auf gar keinen Fall, in diesem Falle ja schon, weil es gibt ja irgendwie in diesem IT-Netz nur zweimal L. Lange Geschichte, sehr technisch, ich gehe mal ein bisschen aus dem Wind, vielleicht wird es besser. Aber dieser Stecker brückt also eine Phase sozusagen, um der Zoe zu erklären, das ist der Neutralleiter. Das muss wohl irgendwie festgelegt werden in diesem Lademodus. Ja, und das ist also sehr praktisch und sehr hilfreich und bei manchen Anwendungen auch super toll. Aber halt nachteilhaft, wenn man an der Insel beladen will. Habe ich alles schon erklärt, das Video könnt ihr euch dazu anschauen. Ich will das jetzt mal an einem Wechselrichter ausprobieren, der wirklich sehr günstig ist, aber im Prinzip dieselbe Technik verbaut hat wie also auch andere Powerstationen zum Beispiel. Da ist also dieselbe Technik verbaut und bei meinem F-Chow, so heißt der, den blende ich hier mal ein, weil ich habe den so tief verbaut, das mag ich euch hier nicht zeigen. Den werde ich da jetzt mal reinstecken, den Stecker, und dann muss nicht unbedingt in dem Gerät sein, kann auch in der Kabeltrommel oder ein Dreifachstecker stecken. Es ist halt wichtig, dass diese beiden Leiter verbunden sind. Darum geht's, das werde ich jetzt machen und ausprobieren, ob es geht, und ich bin natürlich super gespannt. Der Wechselrichter kann 3000 Watt dauerhaft leisten, sollte also für eine Beladung ausreichen. So, dann wollen wir mal, ich zeige es euch jetzt doch, ich stecke also das Ding da rein. Die Kabeltrommel habe ich schon reingesteckt. Und dann mache ich den einfach mal an und hoffe natürlich, dass das nicht gleich zu rauchen anfängt. Falls doch, habe ich die Kamera ja dabei. Und genau, ihr seht es hier. Also es scheint gewöhnlich zu funktionieren. Jetzt ist er auf 230 Volt. Gut, also das funktioniert. Der Stecker und die Kabeltrommel ist drin. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zum Auto. Ihr seht also hier, das ist jetzt wirklich Inselbetrieb, das Kabel. Also die Trommel hängt jetzt an dem, also das ist jetzt eine Kabeltrommel, die führt jetzt 40 Meter zur nächsten Kabeltrommel. Entschuldigung, Kamera wackelt. Also ihr seht hier auf jeden Fall auch eine sehr lange Kabelleiter. Jetzt hier einmal hoch, hier wieder runter und noch weiter, 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 sehr viele Meter. Weiter. Genau. Ja, über den Dreh. Jetzt raus, bis vorne. Genau, hier geht schon raus. Kabeltrommel, hier sollte eigentlich nicht auf der Seite lang. Ich glaube, das ist alles. Ernüchterndes Ergebnis jetzt, oder wie? Prüfung läuft. Prüfung läuft, sagt er. Das ist immer schlecht, wenn es so lange läuft. Batterieladung unmöglich. Ach du je. Also über die Powerstation geht's, aber über meinen Wechselrichter nicht. Was ist denn das los? Muss ich jetzt nochmal überprüfen. So, man sieht also Restzeit 17:35. Ich habe den Fehler also gefunden. Und zwar hat der Wechselrichter scheinbar unabhängige Steckdosen. Also die sind tatsächlich nicht da zusammen, parallel geschlossen, sondern zwei unabhängige Ausgänge an dem Wechselrichter. Das habe ich also dadurch festgestellt. Und zwar, indem ich diesen magischen Stecker halt einfach hier in die Kabeltrommel gesteckt habe. Und seitdem geht es vorne am Wechselrichter in den zweiten Stecker, vorne am Wechselrichter von dem F-Chow. Da ging es also nicht. Ja, ich vermute also, dass der wirklich deswegen zwei Ausgänge hat. Und hier sieht man auch nochmal den Ladeknochen von Renault, der das Ganze umsetzen kann. Also man braucht keinen teuren Juice oder ja irgendeine teure Lade-Wallbox, die dazu, was weiß ich, wie viel hunderte Euro kostet. Nein, man kann also von seinem Camping-Van, sage ich mal, von der Dachanlage eines Wohnmobils das Auto beladen. Ne? Also mit dem F-Chow 3000 Watt Wechselrichter, das funktioniert sehr gut, denke ich mal. Ich werde jetzt noch mal gucken. Na klar, da sieht man jetzt nicht so im ersten Blick natürlich so viel, dass da so was tut. Aber das Auto steht ja im Prinzip sowieso 17 Stunden locker auf dem Parkplatz.
wenn man es nicht nutzt. Insofern kann man es auch so langsam beladen. Es soll auch gut sein für die Akkus, habe ich gehört, wenn man das Auto langsamer belädt. Ja, insofern, jetzt gehe ich einfach mal zur Insel-Solaranlage und schaue mir an, wie viel Strom denn noch auf den Akkus ist. Man sollte ja jetzt sehen, dass die Spannung einbricht. Aber schauen wir mal zusammen. Also ihr seht hier zwei Kabeltrommeln aneinander geschlossen. Ich glaube, die eine hat 40 Meter, die andere 30, also locker 70 Meter, wenn nicht mehr. Was eigentlich oversized ist, also absolut überdimensioniert. Ich brauche so viel Leitung gar nicht, deswegen werde ich jetzt also alles mit 2,5 Quadrat entsprechend verbasteln. Das war jetzt halt nur der Test, ob das funktioniert. Es funktioniert, was mich sehr glücklich macht, denn jetzt kann ich natürlich meine Insel hier draußen entsprechend zusammenbauen, ja, dass sie nur noch fürs Auto den Strom erntet. Also es wird wahrscheinlich ein 20 Kilowatt Speicher werden, etc. Vielleicht muss ich auch mehrere Speichersysteme zusammenbauen, weil ich sehe, ja, Spannung auf 25,4, also das ist absolut normal, wenn der jetzt mit 2200 Watt belastet wird. Ja, das ist cool. Das sind die 10 Ampere da. Genau, und das geht raus und der arbeitet jetzt natürlich entsprechend. Also 25,4 ist die Spannung und die bleibt natürlich jetzt erstmal stabil. Ich denke mal, so eine Stunde, zwei Stunden kann ich das locker machen. Je nachdem, wie halt der Solarertrag ist. Ne? Und der ist heute doch ein bisschen durchwachsen. Hin und wieder kommt mal so eine dicke Wolke, aber es kommen auch immer wieder mal so hellere Stellen durch. Ja, also es sollte im Prinzip funktionieren, sein Auto somit zu beladen. Ja, ich habe hier noch viele andere Geräte, mit denen ich das auch schon probiert habe. Die laden auch gerade auf. Alles ein bisschen wüst hier. Ja, ich muss alles umbauen. Hier sind wir noch bei den Erdbeeren. So, und das ist jetzt das Gefährliche an dem Aufbau. Wir können also sehen, wie ich es hier gemessen habe. Ein Stift steckt in der Erde. Ja, der Boden halt, die Erde, wie wir sie so kennen. Und ein Stift steckt an der Erde von dem, ja, von dem Stromkreislauf sozusagen. Also hier ist die Erdung auf Spannung. Man kann das hier deutlich sehen. Ich weiß nicht, warum das 60 sind, aber es ist auf jeden Fall Spannung drauf und daher möchte ich das auf jeden Fall nicht anfassen, weil Sachen mit Spannung fasse ich ungern an. Also das Ganze ist auf jeden Fall durchaus mit Vorsicht zu genießen, wenn man sich überlegt, der Schutzleiter ist jetzt hier auf Spannung gegen Erde. Ja, weiß nicht, wie ich das bewerten soll. Also man muss das auf jeden Fall mit Vorsicht genießen. Ich würde in jedem Falle raten, das Ganze nicht so zu installieren, obwohl ich halt super glücklich bin, dass es halt so funktioniert, weil es so lädt. Es ist ja doch, ja, wie deutlich zu sehen ist hier, nicht so, wie das die VDE vielleicht vorschreiben würde. Ne? Genau. Also auf dem Schutzleiter sind jetzt hier 64 Volt sozusagen Spannung. Bei mir gemessen, ich weiß nicht, ob mein Messgerät richtig ist, aber trotzdem 64 Volt, das möchte ich nicht berühren, weiß ich nicht, ob das gefährlich ist. So, jetzt versuche ich mal das Ganze. Ihr seht also, es lädt noch, das wird auch angezeigt durch das Blinken hier. Ich mache mal kurz das Bild scharf, ob man das auch sieht. Genau, es blinkt also noch. Und ja, wenn ich jetzt in die Zoe gucke, auch dort sollten wir jetzt schon, ja, wir haben jetzt 15 Minuten geladen laut dieser Anzeige hier. Ja, habt ihr ja vorhin gesehen, 17:35 stand da, glaube ich, also 15 Minuten lädt es jetzt schon. Und jetzt werde ich einfach mal diesen Stecker ziehen, was sich da ändert. Na, also ich hoffe ja, dass es weiter lädt. Ich glaube, es lädt auch weiter und ich hoffe, dass nichts kaputt geht und so weiter. Aber dass es man halt nur diese Prüfung im Prinzip am Anfang mit diesem Stecker überlisten muss, dann den Stecker ziehen kann und dann hoffentlich wieder alles so läuft, wie es laufen sollte. So ist zumindest der Plan. Ihr seht also hier permanent Spannung gegen Erde auf jeden Fall. So, und jetzt versuchen wir mal hier ohne Wackeln den Stecker abzuziehen und ohne einen Schlag zu kriegen. Zack, und wie erwartet geht der Stecker durch das Wackeln ab. Aber ich halte ihn wieder dran. Und komischerweise sind ohne den Stecker auch 49 Volt auf der Erde zu messen. Ja, das ist jetzt natürlich kurios. Keine Ahnung. Was misst denn dieses Gerät eigentlich?
Also es sind gut 10 Volt weniger, warum auch immer. 135 auf einem Pol. Na gut, auf jeden Fall den Stecker habe ich abgezogen. Eigentlich hat sich nichts verändert. Und was sagt die Zoe? Die Zoe hat um 5 Minuten die Zeit vorgestellt. Ja. Passt, also 41%. Ja gut, schwankt offensichtlich. Läuft also noch. Oh, jetzt sagt er nein. Jetzt wurde der Lademodus gerade abgebrochen. Habt ihr gesehen, ihr wart live dabei. Er hat direkt aufgehört, einfach eben aufgehört. Also ohne den Stecker läuft's nicht. Bricht er ab. Aha, interessant. Genau, jetzt fängt er wieder an. Also er hat ja abgebrochen. Jetzt versucht er wieder zu laden. Und mit dem Stecker, ich stecke mal den Stecker wieder rein, ob es dann einfach wieder von vorne anfängt. Stecker ist wieder drin. So, noch prüft er. Batterieladung unmöglich. Tja, also irgendwas ist da nicht richtig. Marc, scheiße, Mann. Dauerhafte Meldung. Ich habe noch nicht mal da irgendwas angeschlossen vorne. Batterieladung unmöglich. Ich glaube, die Zoe hat es nicht überlebt. Das war